Grüß euch. Was gut, Herr und Frau Feuchter. Danke, dass wir heute da sein dürfen. Und Herr Feuchter, nochmal nachträglich alles Gute zu Ihrem 85. Geburtstag. Danke vielmals. Bitte. Bereitet Ihnen die Führung eines Betriebes Freude? Oh ja. Wir sind das mit vollem Elan angegangen, den Betrieb, wenn wir ihn übernommen haben. Und wir haben das eigentlich gern gemacht. Mhm. Wie fühlten Sie sich eigentlich, wie Sie den Betrieb da übernommen haben? Ja, ich meine, es war längere Zeit vorbereitet und alles. Ich habe es natürlich auch gern übernommen. Ich bin zu denen auserwählt worden und habe auch die Nummer im Betrieb. Ich war lustenfrei und tadellos geführt. Und da haben wir es halt übernommen. Wenn Sie sich jetzt deine Kindheit zurückerinnern, was hat es da früher für eine Speisen gegeben? Ja, da hat sich da früher jeden Tag, außer Sonntag, hat es das Mus gegeben. Das war eine kräftige Speise. Das ist auch mit dem Schweinefett ist das auch ausgebacken worden. Und da ist eigentlich alles, das ist die Pfanne hergekommen am Tisch und alles hat rausgegessen mit Kaffee dazu. Und da ist alles neu gestärkt aufs Feld gegangen oder zu der Arbeit halt wieder. Warum hat es Ihnen Sonntag früher kein Mus nicht gegeben? Der Sonntag war immer rausgekommen worden, weil da hat man in der Früh schon das Milchbrot gekriegt und dann Kaffee dazu und nachher war der Kirchgang. Und durch das hat sich der Sonntag ist bei uns immer hochgehalten worden. Worauf achten Sie speziell jetzt vor der Ernährung von früher zu heute, also mit dem Essen? Wo war das früher Fette gegangen, jetzt da? Ja, früher, wir waren totale Selbstversorger. Wir haben einen großen Gemüsegarten gehabt und einen Krautgarten. Und Sauerkraut ist selber gemacht worden. Ja, und danach ist auch gekocht worden. Es hat die ganze Woche fast Fleisch gegeben, nur Freitag nicht. Mhm. Wie haben sich eigentlich die Essensgewohnheiten geändert, also von früher zu heute, vor die 30, 40 Jahren mal drum? Ja, das hat sich schon geändert auch. Man hat mehr auf Esskultur, mehr gehalten gar durch die Schulen. Die Dirndler sind in die Schule gegangen und Haushaltungsschule. Und da hat man nachher schon versucht, irgendwie halt ein bisschen, wie sagt man denn, ja, ein bisschen schöner deckt den Tisch oder wenn ein Festtag gewesen ist, haben wir auch ja, ein bisschen besser gekocht mit dem Nachtisch und ja, da hat man schon geschaut, dass man das ein bisschen verschönert hat. Mhm. Welche Speisen hat es eigentlich früher gegeben zu gewissen Anlässen, zum Beispiel so wie die Hochzeit? Ja, zu Hochzeiten. Eine Suppe hat immer sein werden und hauptsächlich noch ein Schweinsbraten, Schnitzel eigentlich weniger. Und unser Nachtisch sind die Schnitten gewesen. Das war ein Germspeis mit einer Marmelade und das zusammengefalten worden und den Schweinefett rausgebacken. Besondere Speisen, ja. Wichtig war halt alle. Fleisch haben wir viel gegessen und Kropfen und Sauerkraut ist halt viel gegessen worden. Es hat ja früher den Kropfentag gegeben. Können Sie sich da an das Rezept noch erinnern? Ja, das schon, weil ich mag es heute noch halb und ich nehme halt ein Kilo Roggenmehl, ein bisschen Wurzel tue ich dazu, Salz und ein kochendes Wasser mit einem Viertel Liter Milch. Und das wird verarbeitet zu einem Knetteig. Und nachher wird runtergeschnitten und ausgebacken. Und in heißem Fett wird, in Schweinefett wird das ausgebacken. Und das so gebacken, dass über den Kropfen das Fett rinnt. Nachher werden die schön blasen und der Kropfen wird gut.
Wurden die Produkte früher zugekauft oder sind sie mehr selbst erzeugt worden? Ja, das hat sich mit der Zeit hat sich das so ergeben, dass schon mehr zugekauft worden ist. Das schon. Es sind die Speisen verfeinert worden und abwechslungsreicher ist gekocht worden. Ist bei Ihnen früher das Rad auch angebaut worden? Ja, wir haben alle Getreidesorten angebaut, ist sogar der Weizen auch geworden und alles. Mhm. Und das war halt irgendwie notwendig, dass man sich selbst erlernt hat können. Malen haben wir das Getreide selber und das hat sich aufgehört nachher, wie die Mähdrescher gekommen sind. Wie haben Sie eigentlich jetzt die Arbeiten geändert, von früher zu heute mit den Maschinen? Ja, das ist schon eine große Änderung geworden, eine Erleichterung auf jeden Fall. Weil früher haben wir alles Händearbeit gehabt und waren schon mehr Leute am Betrieb. Und es hat sich dann gleich herausgestellt, dass wir alles fast allein gemacht haben, bis später halt, weil die Kinder größer waren, die haben uns dann geholfen. Danke nochmal, Herr und Frau Feuchter, dass wir heute da sein haben dürfen für das Interview. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke, hat uns gefreut, dass wir gekommen sind. Danke.